Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport Endurance Race hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, wieder steht eine neue Ausgabe vom Endurance Race auf dem Programm und diesmal nicht ja auf Community-Wunsch-Basis, sondern tatsächlich habe ich mir da ein kleines nettes Szenario überlegt, wie man diese Ausgabe hier ja sinnvoll und wunderbar gestalten könnte. Und zwar, ja, wer sich vielleicht noch an die letzte Ausgabe zurückdenkt, zum Zeitpunkt dieser Live-Aufnahme ist die letzte Ausgabe jetzt noch nicht in Videoform auf YouTube online erschienen, ist es so, dass wir da mit dem Touring-Wagen hier an den Start gegangen sind. Und obwohl wir da wirklich so eine krasse Performance abgeliefert haben, ja, sind wir leider nichtsdestotrotz Zweiter geworden. Und ja, das kann ich natürlich jetzt nicht so auf mich sitzen lassen. Und ich will natürlich in diesen Touring-Wagen Wagenklasse da jetzt unbedingt den Sieg einfahren und habe mir da jetzt dementsprechend überlegt, dass wir da eine kleine Revanche veranstalten. Und ja, diese Revanche führt uns halt dementsprechend diesmal nach Brands Hatch, nicht mit dem KTM Expo GT2, wäre auch natürlich cool, wenn man das dann irgendwann als ja, Fahrzeug fürs Endurance Race sich aussucht, sondern hier wieder mit den Touring Cars, die wir hier im Spiel haben, wovon ich nebenbei keinen im Fuhrpark habe, so wirklich. Und ja, während ich da schon mal so die Einstellung mache, erkläre ich für die neuen Zuschauer nochmal ganz kurz, was Endurance Race eigentlich überhaupt ist. Endurance Race ist im Endeffekt ein Unterformat, wo es darum geht, halt Langstreckenrennen so ein bisschen zu simulieren. Ja, also wer die 24 Stunden hier beispielsweise von Le Mans kennt oder die Daytona Indy 500, wie auch immer, oder die, ja, die ganzen verschiedenen Langstreckenrennen, wie es diese gibt, oder auch die IMSA, WEC, was es noch so alles gibt, das versuchen wir dann im Rahmen im Forza Motorsport ein bisschen nachzusimulieren. Also, was heißt nachsimulieren? Also so gut es natürlich, wie es geht. Das heißt, wir fahren einen kompletten 24-Stunden-Zyklus durch in einem bestimmten Zeitraffer gegen 23 KI-Driver-Tare auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad im Spiel, die es momentan so gibt. Und ja, alles Weitere erkläre ich dann, wenn wir das Ganze einstellen. Denn es gibt tatsächlich seit Update 8 jetzt eine kleine Besonderheit, was die Entwickler für uns jetzt ins Spiel hinzugefügt haben. Und dementsprechend würde ich dann gleich nochmal speziell auf diese neue Einstellung nochmal zu sprechen kommen. Weil das habe ich, glaube ich, jetzt noch bisher in den Live-Aufnahmen, geschweige denn in den Videos, jetzt noch ein bisschen, ja, nicht oder kaum berücksichtigt. Und ja, in der letzten Ausgabe sind wir hier mit dem Peugeot Nummer 7 DG Sport Competition 308 gefahren. Fand ich ein cooles Fahrzeug sogar. Ließ sich auch sehr, sehr leicht steuern und war eigentlich echt ziemlich traumhaft zu fahren. Ich würde tatsächlich aber auf ein anderes Fahrzeug hier mal überswitchen wollen. Einfach um da ein bisschen Varianz hier in die ganze Geschichte hier mit reinzubringen. Und ja, da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, was könnte man denn für ein Fahrzeug nehmen? Ich fände es auch geil, dass der Ginetta G40 Junior einfach mal so in der Tourenwagenklasse vertreten ist. Also, ja, das passt schon, aber so vom LI-Index her ist das ein bisschen weird, würde ich mal meinen. Naja, wie dem auch sei. Ja, was nehmen wir denn für ein Fahrzeug? Worauf hätte ich eigentlich Lust? Ich würde eigentlich gerne mal vielleicht mit dem Hyundai fahren, einfach weil der jetzt neu im Spiel ist. Der Honda ist okay, auch natürlich neu im Spiel, und die beiden sind ebenfalls neu im Spiel, wenn man jetzt Forza Horizon 5 mal ein bisschen außen vor lässt. Und ja, der ist dann zum Beispiel über den Carpass reingekommen. Ja, also die Auswahl ist halt eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt, aber ich würde mich tatsächlich mal entscheiden hier für den Hyundai, because why not. Ist zwar nicht das stärkste Tourenwagenfahrzeug, schauen wir mal dementsprechend mal. Ja, die Nummer 98 Brian Herta Autosport Veloster N mit A692. Auch hier wieder natürlich Frontantriebler am Start. Hier mit einer sehr schlechten Geschwindigkeit, mit gutem Brems- und Handlingsverhalten und einer akzeptablen Beschleunigung für einen Tourenwagen natürlich. 2 Liter Vierzylinder rein Turbomotor mit 261 kW. Wenn ich das jetzt mal so auf Adam Riese-mäßig überschlage, kommen wir auf 355 PS. Ich glaube sogar Tickchen mehr als der Peugeot das hatte, genau, 460 Newtonmeter, 1,3 Tonnen, und
Bin ich mal sehr gespannt, wie der sich hier so schlägt. Bei den ganzen Mietwagen, das erwähne ich jetzt immer wieder nochmal neu, darf man da kein Feintuning, Grobtuning oder ähnliches machen. Das heißt, man muss den Wagen halt so in die Serie fahren, wie er ist. Deswegen, ja, nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber der Fokus liegt ja sowieso jetzt nicht unbedingt darauf, da jetzt das Fahrzeug erstmal irgendwie zu tunen, sondern wir wollen einfach nur Langstrecken-Action haben und das machen wir auch dementsprechend. So, die ganzen Einstellungen, die ich jetzt so tätige, mache ich jetzt einfach mal schnell. Ich werde dann gleich nochmal auf das neue Feature mal zu sprechen kommen. Wir machen mal wieder ein Zeitrennen und Eigen. Wir nehmen diesmal Brands Hatch, weil ich da richtig Bock drauf habe auf die Strecke und das passt ja für die Tourenwagen unheimlich gut rein. Machen wir hier eine Stunde wieder. Wir starten beim Nachmittag, so wie es sich mittlerweile gehört. Zeitfortschritt fliegend mit 24-fachen Zeitraffer. Bedeutet in dem Fall, dass wir innerhalb einer Stunde 24 Stunden im Spiel haben. Sprich, wir machen einen kompletten Tag-Nacht-Zyklus draus. Wetter machen wir rein zufällig. Dynamische Reifenspuren machen wir natürlich an. Ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad auf 8. Driver-Designs natürlich aus. Und dann passt das. So, Tourenwagen ist schon standardmäßig hier ausgewählt. Und jetzt kommen wir mal zu den Regeln. Und das wird jetzt sehr interessant. Wir machen natürlich die Expertenregeln. Ne? Wir wollen ja auch natürlich das Ganze hier so realitätsgetreu simulieren, wie es noch möglich ist. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ach so, ich muss auf Eigen stellen. Alles klar. Nachzügler Ghost machen wir nicht. Simulationsstufe machen wir hier mit Schäden, Kraftstoff und Reifen. Und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, nämlich zur Reifenabnutzung. Und das haben sie jetzt neulich ins Spiel hinzugefügt, dass man sowohl im freien Spiel als auch im privaten Multiplayer jetzt die Möglichkeit hat, den Reifenverschleiß anzupassen. Ja, da ich ja schon mittlerweile öfters bemängelt habe, dass die KI irgendwie gar keinen Bock drauf hat, in die Box zu gehen, möchte ich die mal ein bisschen zur Box dazu zwingen und dementsprechend gehen wir mal auf 2 über. Also doppelte Reifenabnutzung bedeutet in dem Fall, dass die KI jetzt schon dazu gezwungen ist, in die Box zu gehen. Laut der Theorie. Ob das in der Praxis sich so bewahrheiten wird, wissen wir nicht. Ich lese ja auch schon so ein bisschen raus, dass die KI die Verschleißeinstellung ignoriert. Ja, schauen wir mal, inwiefern sich das Ganze hier auswirkt. Zurückspulen machen wir natürlich aus und ja, Wetter machen wir variabel. Okay, guter Gedanke. Und ja, Rennstart machen wir hier in dem Fall natürlich wieder Rang, rein zufällig. Das würde schon dementsprechend passen und dann haben wir auch, glaube ich, alles soweit. Also so oder so ist ja noch in den Endurance Race da noch geplant, eine Art... ja, Multiclass-Rennen auch noch zu veranstalten. Das Spiel bietet uns ja die Möglichkeit, mehrere Klassen auf einer Strecke loszuschicken. Und ja, das wäre es dann, glaube ich, soweit. Das sind die ganzen Einstellungen, die ich hier normalerweise immer tätige, wenn ich dann diese Endurance Race-Ausgaben mache. Wenn ihr das Ganze hier auch nachmachen wollt, dann könnt ihr das ja sehr, sehr gerne tun. Und dementsprechend würde ich sagen, legen wir hier direkt los. Variabler Wetter und wir sind wieder auf nasser Fahrbahn. Ja, das, so gehört sich das. Ja gut, aber das ist britisches Wetter. Das passt ja von daher. Die Strecke von Brands Hatch ist mit ihren neuen Kurven technisch anspruchsvoll und blitzschnell. Bleib an den Kurvenausfahrten möglichst weit außen, um dein Tempo zu maximieren. Ja, das machen wir auch. So, wir gucken mal. Ich denke mal, dass da alle möglichen Tourenwagen hier mit vertreten sind. Also ich... ja, genau, die Ginetta ist ja auch noch mit am Start. Das macht schon wieder gar keinen Sinn. Eigentlich müsste ja die Ginetta G40, müsste da eigentlich eine eigene Klasse für haben. Weil das ist ein Baby-Cup-Fahrzeug, nenne ich es jetzt mal. Der hat hier eigentlich bei den Bad Boys hier überhaupt nichts zu suchen. Warum sie die wieder so geordnet haben, verstehe ich nicht so ganz. So, aber ist ja auch eigentlich völlig egal. Okay, mal. Ja, doch, das sollte eigentlich soweit passen. Ja, dann kommen wir nun zu den Kraftstoff und Reifen. Und das wird jetzt auch mal interessant. 41 Runden. Boah, bei einer Runde 40 ungefähr. Das müsste eigentlich reichen, wenn wir da mit vollem Tank losfahren, oder? Wenn ich das jetzt mal so grob überschlage. Ich rechne das mal so für mich aus. Das sind ja knapp 100 Sekunden. Und dann... 41 Runden geteilt durch 2600. Ja, doch, das müsste eigentlich dann reichen. Im Normalfall.
Gucken wir mal, inwiefern wir damit zurechtkommen. Wir können theoretisch auch ein bisschen drosseln, aber ich würde das Risiko tatsächlich nicht eingehen, weil man ja nie weiß, wie Forza da den Kraftstoffverbrauch da so ein bisschen am Simulieren ist. Wir werden aber auf weiche Reifen gehen und Reifenabnutzung machen wir doppelt so schnell. Gucken wir mal, ob das auch was bei der KI dementsprechend tut. So. Und ich würde dann sagen, wir legen direkt los. Mal gucken, ob wir unsere Ehre wiederherstellen können. Ich möchte nämlich das Rennen hier gewinnen. So. Es wäre schon mal gut, wenn ich da jetzt auf Platz 1 starten würde. Das wäre schon mal ein Anfang, ja, natürlich. Ja, okay. Dann müssen wir uns erstmal ein bisschen nach vorne kämpfen. Das Cockpit sieht irgendwie ein bisschen unspektakulär aus bei dem Hyundai. Aber wir kommen vom Start eigentlich ganz ordentlich weg. Erstmal. Ja, wieder mal eine Stunde. Oh, hoppla. Nicht drauf geachtet. War mein Fehler. Ich habe da nicht so sehr drauf geachtet hier. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 2,5 Sekunden. Oha. Okay, das ist schon richtig krass, die Strafe. Obwohl ich eigentlich dem nur hinten drauf gefahren bin. Na, das Spiel meint es nicht gut zu mir. So viel steht schon mal fest. Ja, ein bisschen mit harten Bandagen muss man da in den Start gehen. Ansonsten kommt man ja hier gar nicht vorbei. Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn man da jetzt sich von hinten nach vorne durchackern muss. Aber hat ja auch so ein bisschen seine Vorteile, weil so kriegt man auch sehr, sehr viele schöne Überholmanöver zu schmecken. Und wie gesagt, unser Ziel ist es, auf Platz 1 zu landen. Nicht wieder auf Platz 2 wie beim letzten Mal, weil auf die Platzierung kann ich sehr, sehr gerne jetzt drauf verzichten. Dementsprechend konzentriere ich mich jetzt auch ein bisschen die ersten paar Runden, bis sich das Feld so ein bisschen auseinandergezogen hat. Oh, diese 0,09 Kilometer Strafe ist schon hart, aber müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwie aufholen können. Und guck mal nach 3-4 Runden, wie es da mit dem Reifenverschleiß ausschaut. Also ich hoffe mal, dass es sich nicht nur auf uns auswirkt, sondern auch auf der KI. Weil das ist eigentlich das, was ich mir am ehesten wünsche, weil, naja, im letzten Rennen haben sie ja schon gezeigt, dass sie da anscheinend die Reifenflüsterer geworden sind und sie sich dabei gedacht haben, Box brauche ich nicht. Es sei denn, die haben auch die super, super harten Reifen genommen. Aber es ist ja auch mal so ein kleines Experiment, ne? Finden wir mal heraus, ob sich das jetzt so bewahrheitet. An sich von den Oha, schon 8% vorne. Oh, das geht aber ganz schön zügig jetzt. Ach du Elend. Oh, ich glaube, doppelte Geschwindigkeit ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Aber obwohl, ist eigentlich besser so. Ja, momentan stecken wir nur noch auf Platz 12 fest. Kommen da jetzt nicht so wirklich nach vorne. Aber wie gesagt, ist ja noch erst der Anfang. Das dauert ja noch. Aber im Brands Hatch ist es auch nicht so ganz einfach zu überholen. Muss man auch fairerweise sagen. So, jetzt haben wir eine Chance zum Angriff. Schön kernig hier der Sound vom Hyundai, muss ich sagen. Also ob der jetzt realitätsgetreu ist oder nicht, weiß ich nicht. Lassen wir mal so dahingestellt. Aber vom Sound klingt schon ganz gut. Also zumindest kernig. Sonst wieder mal ein bisschen Forza-typisch stumpf. Aber passt schon.
Mir fällt auch jetzt erst auf, dass ich gegen die Forza-KI fahre. Das ist ja mal was ganz Neues. Also ich fahre jetzt nicht mal gegen Driver-Tare, sondern ich fahre einfach nur gegen die Forza-KI. Das ist ja noch besser. Da machen die auch keine so komischen Manöver hier, denke ich. Ich hoffe mal, dass ich da noch aber mit dem Spiel verbunden bin. Oh, da hat sich einer hier ins Ausgeschossen. Oh, damit haben wir schon mal eine Position geschenkt bekommen. Sehr schön. So, ich muss zwischendurch einmal mal gucken, ob die Aufnahme läuft, aber schaut ganz gut aus. Nicht wirklich warm, also das... Ja gut, auf nasser Fahrbahn brauchen wir jetzt auch nicht allzu viel zu erwarten. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie warm jetzt es jetzt in Brands Hatch ist. Aber Wetterradar soll angeblich hier fürs Spiel kommen. Zumindest haben die Entwickler das uns mal bestätigt. Vor nicht allzu langer Zeit. Ich hoffe mal, sie halten sich an ihr Versprechen. Ja, also der Start bisher, muss ich sagen, recht holprig. Also ich meine, wir haben zwar ein paar Positionen gut gemacht, wir haben aber auch eine Strafe im Nacken. Und das, obwohl wir mit Softreifen unterwegs sind, haben wir da gegen die Konkurrenz ein bisschen das Nachsehen. Irgendwie habe ich aber auch so den Eindruck, dass der Hyundai sich doch ein bisschen rutschiger verhält als der Peugeot. Also angenehm zu fahren auf jeden Fall, auch der leistungsentsprechend, aber ich habe da jetzt nicht so den Eindruck, dass ich da in der richtigen Rakete sitze. Also das auf jeden Fall nicht. Der Peugeot hat sich ein wenig smoother angefühlt. 23% Reifenabnutzung. Wir haben erst 7 Minuten. Und ja, ich nutze die Reifenverschleißoption auch erst das erste Mal. Also es ist für mich jetzt auch quasi mein Ersteindruck. Ich gebe auch schon mal den Hinweis raus, falls das Video bereits online auf YouTube sein sollte, ja, Zeitblasenphysik und so, habe ich vor einiger Zeit eine Umfrage hier im Community-Tab gestartet bezüglich der nächsten Ausgabe des Endurance Races. Und da gibt es einige, wie ich finde, sehr coole Kombinationen an Fahrzeug und Strecke, die ihr abstimmen könnt. Und je nachdem, welche Auswahlmöglichkeit die meisten Stimmen hat, der wird dann dementsprechend hier Thema der nächsten Ausgabe werden. Also von daher, ja, wenn ihr das Video schaut, stimmt auf jeden Fall fleißig ab. Im Community-Tab, denke ich mal, ist es eindeutig gekennzeichnet. Hoffe ich zumindest. Ansonsten einfach mal ein bisschen runterscrollen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wann dieses Video erscheint. Aber wenn es im schlimmsten Fall jetzt ungefähr so 3-4 Wochen sind, dann müsst ihr auch dementsprechend hier so weit runterscrollen. Nur, dass ihr aber da schon mal Bescheid wisst, weil so habt ihr auch maßgeblichen Einfluss auf die Folgengestaltung. Jetzt in dem Fall tatsächlich nicht, weil ja die nächste Ausgabe relativ spontan jetzt entstanden ist. Okay, das war ein bisschen doof von mir. Der Peugeot setzt mich aber auch ein bisschen zu stark unter Druck, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, in dem Fahrzeug, wo wir da zuletzt saßen. Aber die Reifen nutzen sich schon ganz vernünftig ab, also das muss man schon sagen. Also man spürt schon auf jeden Fall, dass das Grip-Level jetzt nicht mehr so krass ist wie zum Start.
Oh, ich bin mal gespannt, wie oft wir in die Box gehen müssen. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke mal, über den Kraftstoffverbrauch müssen wir uns keine Gedanken machen. Das sollte bis zum Rennende auf jeden Fall reichen. 35 Runden könnte gerade so noch im Rahmen... Meine Güte, ey, der ist aber ganz schön wild unterwegs hier. Der Löwe. Oh, hat da versucht reinzustechen. Ist aber ein bisschen aufs Glatteis gekommen. Ah, da haben wir schon den nächsten, der sich hier rausgekegelt hat. Das kommt uns nur zugute. Macht nur weiter so. Ich muss mich in diesem Rennen gerade so hart konzentrieren, dass ich doch nicht so wirklich auf den Live-Chat eingehen kann. Es tut mir leid an die Live-Zuschauer. Bei Gelegenheit werde ich vielleicht auf die eine oder andere Nachricht reagieren können. Ansonsten müsst ihr euch leider bis zum Rennende gedulden, wenn die Folge vorbei ist. Tut mir leid, aber ich muss mich da jetzt doch ein bisschen mehr konzentrieren. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das Rennen doch ein bisschen anspruchsvoller wird. Irgendwie, weil das Fahrzeug auch dies ein bisschen erfordert. Keine Ahnung. Aber den Eindruck habe ich jetzt mittlerweile auch. Also im Vergleich zum Peugeot fährt sich der Hyundai auf jeden Fall ein bisschen wilder. Obwohl das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Boah, der Sound, ey, wenn man sich das jetzt irgendwie doch länger anhört, dann klingt er doch ein bisschen komisch mit der Zeit. Ich dachte gerade irgendwie, dass wieder einer sich hier verabschiedet hat auf der Strecke. Ist immer irgendwie komischerweise die Stelle bisher gewesen. Bisher macht es aber noch nicht den Anschein, dass einer der vorderen Jungs da auf jeden Fall in die Box geht. Unsere Vorderreifen sind schon richtig abgenudelt. Oh, wir müssen schon fast die 50% Marke erreicht haben, wenn es mich nicht täuscht. Ich dachte, wenn ich da jetzt schon direkt mit den Softs starte, dann bin ich irgendwie von den Rundenzeiten her schneller. Aber ich glaube, die KI macht das größtenteils ja auch. Gefällt mir schon mal ganz und gar nicht. Boah, das wird sehr schwer werden. Um ein Podium zu kämpfen. Das wird sehr, sehr schwer werden. Naja, wir haben ja noch die Nacht vor uns. Und den nächsten Tag. Also ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Brauchen wir noch so einen schönen Spot hier für das Thumbnail? Irgendwie habe ich da jetzt noch so keinen Plan, wo ich da auf jeden Fall noch ein Foto schießen möchte für die Folge. Achso, nochmal ein weiterer Hinweis. Die Folge hier wird diesmal mit einer höheren Bitrate aufgenommen. 14.000 statt den bisher üblichen 12.000. Auch hier bitte um Feedback, ob die erhöhte Bitrate sich irgendwie auf die Bildqualität bemerkbar macht oder sich irgendwie auswirkt. Würde mich hier interessieren, weil ich bin da auch schon ein bisschen am Überlegen, ob ich die Bitrate nicht vielleicht ein bisschen höher schraube. Oder ob YouTube da irgendwie, egal wie hoch man die Bitrate einstellt, das Ganze so runterkomprimiert, dass die Bitrate im Endeffekt immer die gleiche ist. Da sehr, sehr gerne Feedback in die Kommentare. Und jetzt geht's schon los.
Ah, ich will ein Foto mit dem Heli. Moment. Wir machen ein Foto mit dem Heli. Da haben wir dem Foto mit dem... Ja, okay, ich müsste noch mal ein bisschen weiter nach vorne fahren. Ich will unbedingt ein Foto mit dem Heli. So, jetzt aber. Es sieht immer noch nicht so gut aus. Komm schon. Ich will unbedingt ein Foto mit dem Heli. Habe ich letztes Mal verbockt. Jetzt muss es... Ja, genau. Naja, ungefähr. Das ist so. Doch, doch. Genau so. Oh, schön auch mit den Touring-Cars hinter uns. Also mit den Tourenwagen. Hier mit dem Heli. Ich muss mal ganz kurz hier die Settings nochmal anpassen, weil das habe ich letztens hier aus Custom Kabel übernommen gehabt. Ja, nebenbei ist da wahrscheinlich auch schon die erste Folge raus. Jawohl, eigentlich ist das schon noch ein bisschen zu dunkel. Da noch mal ein bisschen mehr Licht rein. Ja doch, kann man machen. Ja, wobei, ich würde mal vielleicht mal den Schaden mal kurz wegmachen. So, dann sieht es auch gut aus. Sonst hätte man ja vom Karosse nicht viel gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, war das knapp. Das war jetzt eng. Ja, viel zu sehr abgelenkt von der Schönheit dieses Fahrzeugs. Ich finde auch den Veloster N als Tourenwagen-Version finde ich doch ganz gelungen. Fun Fact, in Forza Horizon 5 haben wir den Elantra N. Also den Nachfolger vom Veloster. Der ist ein Jahr älter. Und den hat Forza Horizon 5, aber kein Forza Motorsport. Ja, da muss man auch sich nicht unbedingt hinterfragen, was das soll. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass er dann noch im Motorsport nachkommt. Wäre auf jeden Fall ganz gut. 53% Reifenabnutzung. Okay. Wird auf jeden Fall happig. Auf der Bremse fühlt er sich auch mittlerweile nicht mehr so gut an. Ich versuche da jetzt noch die Reifen so weit zu ziehen wie nur möglich. Ja, ich müsste schon wieder über einen Undercut nachdenken. Vielleicht dann irgendwie auf eine härtere Reifenmischung wechseln und dann von hinten versuchen anzugreifen. Das hat ja beim letzten Mal eigentlich ganz gut funktioniert sogar. Zumindest als wir das mit Peugeot gemacht haben. Ja, mal gucken, wie gut beleuchtet hier Brands Hatch ist. Aber geht sogar. Hier und da so ein paar Scheinwerfer. Hast du schon. Weil es doch an einigen Stellen doch schon ziemlich dunkel wirkt. Da macht er genau die gleichen Fehler wie wir. Sehr gut. Ja, wir profitieren mehr von dem Fehler anderer als durch unsere Skills. Ja, ich glaube, ich probiere mal einen Undercut. Weil so haben wir momentan keine Schnitte. Also wir holen da auch nicht wirklich auf die Vordermänner. Wenn die KI uns ja auch noch gleich zuvorkommt, hier mit dem Undercut, dann ist eigentlich schon vorbei. Ja, ich weiß schon, dass die Reifen gut abgenutzt sind. Ja, ich kann trotzdem noch fahren. Rum macht die Biene. Was? Ich kann es nicht glauben, dass wir jetzt erst eine Viertelstunde rum haben. Also ein bisschen mehr, aber fühlt sich irgendwie schon an, als wäre ich da jetzt schon lange damit unterwegs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Reifen machen nicht mehr mit. Das ist nicht gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Box. Geht nicht anders.
Das ist mir schon mittlerweile viel zu riskant. Hey, 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 das sehe ich im Live-Chat, ja? Wobei das eigentlich aber auch eventuell stimmt. Hätt's nichts Körner hier betitelt. Frechheit. Ich würde mal auf Mitte gehen. Wir überspringen einfach mal das Ganze. Ja, überspringen. Hallo, wählt das doch aus, Mensch. Ach, komm. Das Spiel ist manchmal so doof, ne? Also ich habe das immer noch mit diesen Kraftstoffmenü immer noch nicht so ganz verstanden. Nee, also meine Strategie ist, dass ich mal auf Medium gehe. Mal gucken, wie lange die Reifen da ziehen. Die sollen eigentlich ein bisschen länger halten als die Soft-Mischung. Und dass wir dann gegen Ende des Rennens nochmal mit Soft angreifen. In der Hoffnung, dass es noch nicht regnet, weil das könnte auch noch ein X-Faktor an dieser Stelle sein. Weil diesmal ist das Wetter auf variabel gestellt. Boah, hatte ich das mal irgendwie auf zufällig gemacht. Ich dachte, über zufällig kämen da die Wetter, aber wir hatten da immer in den Folgen gleichbleibendes Wetter gehabt. Jetzt mit variabel sollten wir unterschiedliche Wetterszenarien bekommen. Also vorher hatten wir nassen Fahrbahn gehabt und jetzt, ja, ist der Straßenbelag ziemlich trocken. Oder ich nenne es mal Streckenbelag, mein Gott. Ja, da haben wir schon den nächsten, der sich ins Ausschießt. Ich glaube, die KI hat da so auch ein bisschen ihre Problemchen auf der Strecke. Ach, da ist schon der nächste. Ach, welch ein Wunder. Mann, was ist mit den Leuten los? Was machen die denn da? Vordermann, das ist schon hart irgendwie. Aber irgendwie scheint der Undercut-Stand jetzt nicht zu funktionieren. Weil ich irgendwie so echtes Gefühl habe, dass der Rückstand trotz alledem immer größer wird. Oh, das wird schwierig mit einer guten Platzierung. Ja, und erst recht, wenn ich da... Ja, okay. Verdammt. Nein, 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 nein! Crash mich bitte nicht, okay? Jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht. Verdammt. Boah, dass der uns da gerade nicht erwischt hat, wundert mich ein bisschen. Oh, das war ein dämlicher Fahrfehler. Ja gut, eigentlich könnten wir uns jetzt mit einer guten Platzierung schenken. Das Rennen ist für die Katze und es ist noch nicht mal die Hälfte um. Verdammt. Mach mich echt ein bisschen sad. Eieiei. Ich bin ziemlich ein bisschen unaufmerksam. Also ich habe da auch irgendwie so meine Skill-Defizite. Also ich bin mit dem Peugeot deutlich besser zurechtgekommen. Ja gut, dafür war aber auch Silverstone auch eine Strecke, wo es die meiste Zeit gut weitläufiger kam. Oder war. Da hat man natürlich Möglichkeiten gehabt, da ein bisschen aus der Kurve auszuschweifen. Dementsprechend auch ein bisschen mehr Speed mitzunehmen. Hier geht es ja zum Beispiel auch noch, aber... Es gibt so ein paar Abschnitte, wo die Strecke auch mal ein bisschen enger wird. Ja, wir können eigentlich nur auf Fehler der KI hoffen. Momentan kommen wir überhaupt nicht gut voran.
Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Hyundai, muss ich wirklich sagen. Ich weiß ja jetzt nicht, was die Erfolgsserie dieses Tourenwagens denn so in der Realität darstellt. Also ob der Siege oder Podien eingefahren hat, wie auch immer. Keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt nicht irgendwie schlau drüber gemacht. Aber hier im Motorsport ist er zumindest nicht von Erfolg geprägt. Oder vielleicht bin ich auch einfach selber zu doof dafür. Dass denn noch ein Luftschiff über Nacht fliegt, WTF. Der hat ja nicht mal Scheinwerfer. Ist ja ganz schön gefährlich, was der Pilot da macht. Na, guck mal, hier auch. Wir haben aber auch echt einen Dachschaden. So, gucken wir mal. Wie sieht es mit den Reifen aus? 12%. Oh, und es fängt auch noch an zu regnen. Nein! Ach du Elend. Ja, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Oh, jetzt wird's geil. Schon der nächste, der hinter uns her ist. Oh, uiuiuiui. Okay. Bremsen zacken jetzt aber anders hart. Okay. Das ist jetzt wild. Oha. Ui, ich hab gar keinen Grip mehr. Ich hab überhaupt keinen Grip mehr. Ich spüre die ganze Zeit, wie die Vibration an meinem Controller so sagt, ey, du hast keinen Grip mehr auf der... Ey, WTF? Ich hab gar keinen Grip mehr, gar nichts! Ja, und die KI kommt irgendwie urplötzlich viel besser damit zurecht. Oh, jetzt werden aber die ersten Boxen gemacht. Oh, wir müssen es auf jeden Fall auch machen. Junge, Junge. Dass der Regen aber einem so hart zusetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, ich rutsche ja förmlich von der Strecke die ganze Zeit. Okay, jetzt kriegt man aber die krassen Auswirkungen hier zu spüren. Aber mal richtig mit Karma. Eieiei. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. So, Regenreifen. Und genau deswegen braucht man im Forza Motorsport ein Wetterradar, dass man dann auch weiß, ey, wann kommt der Regen, dass ich da auch auf Regenreifen direkt umswitchen kann. Das hat aber einen richtig krass zugesetzt. Ja, damit können... Boah, toll. Also jetzt geht's wirklich nur noch um Schadensbegrenzung. Wie viele da jetzt in die Box gegangen sind. Also wenn der Regen jetzt gleich auf drei Minuten aufhört, ne, dann drehe ich aber richtig durch. Und jetzt war eigentlich der erste Boxenstopp total sinnlos von uns gewesen. Ab und an mal lese ich so die Nachrichten im Live-Chat. Ich weiß auch nicht, warum die KI auf Slicks im Regen ca. 10-mal besser ist als der Spieler. Mr. Snoopy, it's not a bug, it's a feature. Muss man immer so betrachten. Built from the ground up und so. Boah, jetzt müssen wir wirklich Schadensbegrenzung betreiben. Boah, aber der Regen ist aber mal richtig am Delivern. Ist ja sinnvoll hier, was wir hier haben. Eigentlich müsste das Rennen jetzt abgesagt werden, weil
die Fahrbahn einfach viel zu nass ist. Und wer mir jetzt noch in den Kommentaren oder im Live-Chat behauptet, dass das Wetter in Forza unrealistisch ist und nicht umgesetzt zu sein scheint, hier habt ihr euer Beweis. Also ich kann sogar aus meinem Force-Feedback an meinen Controller schon sagen, ja, der Regen hat schon zugeschlagen und wie. Als ob der Reifen nicht mal auf dem Asphalt war, sondern auf Wasser. Dann ist ja klar, dass der da irgendwie keinen Grip mehr fasst. Dann ist aber auch wirklich Ende im Gelände. Na gut. Neues Ziel. Wir versuchen uns in die Ziellinie zu retten. Also mit einer Top 10 wird es wahrscheinlich auch nichts mehr. Dafür habe ich auch viel zu viele Fehler gemacht. Und naja, der Wettergott war ja auch jetzt nicht auf unserer Seite. Aber versuchen wir dann nochmal das Beste noch irgendwie rauszuholen. Aber das mit dem variablen Wetter war auf jeden Fall eine gute Entscheidung vom Chat. Shoutout an dieser Stelle an Mr. Snoopy. Schlägt aber auch noch das Gewitter zu. Boah, das ist wirklich britisches Wetter, was ich mir immer wünsche. Bei denen ist das Alltag. Bei mir ist das irgendwie anscheinend eine Weltneuheit. Und wir haben noch eine halbe Stunde. Also 12 Stunden. Wenn man das jetzt nach dem Zeitrafferprinzip geht. Hilfe. Aber ich finde dieses Dashboard irgendwie so komisch bei dem Fahrzeug. Sieht irgendwie ein bisschen klein aus. Das Lenkrad überdeckt irgendwie alle wichtigen Kennziffern, die man haben muss. Der passt schon so, als würde man in einem Rallye-Fahrzeug sitzen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mal, ob wir gerade eben Platz gut gemacht haben. Keine Ahnung. Also, ich muss sagen, eigentlich bin ich im Regen normalerweise auch ziemlich gut. Jetzt nicht unbedingt aber mit diesem Fahrzeug. Aber wir holen auf, also... irgendwie. Der Abstand zum Erstplatzierten ist ein bisschen kürzer geworden. Volle Konzentration. Ich glaube, es hätte sich jetzt auch nichts dran geändert, wenn ich da jetzt ein anderes Tourenwagen hier mir ausgesucht hätte. Ich glaube, der Ausgang wäre so oder so dieselbe gewesen. Naja. Man hat es ja mit der Revanche probiert.
ist alles kaputt gemacht worden. Aber ich meine, ein Rennfahrer, der Niederschläge hier erlitten hat, der gibt sich auch nicht so einfach geschlagen. So ist es nicht. Also ich habe da noch den Ehrgeiz. Also wenn ich noch den einen oder anderen noch überholt kriege, dann könnte ich sagen, dass ich vor meiner Performance ja nicht so schlecht unterwegs gewesen war. Und ich meine, wir holen auf. Ich glaube, jetzt ist unsere Time to Shine. Glaube ich. Also zumindest wird der Abstand zum Erstplatzierten immer kleiner. Aber es kann auch gut sein, dass er da auch momentan Nachzügler vor seiner Nase hat und da versuchen muss, an die vorbeizukommen. Und vielleicht wir auch deshalb jetzt Zeit gut machen. Aber das kann ich ja nicht sehen. Das ist ja das Problem. Er ist so weit weg, dass ich ihn überhaupt nicht sehe. Ich sehe ihn nicht mal auf der Map, glaube ich. Ach, Rage Quit brauche ich nicht. Ich meine, es ist so, wie es ist. Mein Gott. Ich meine, ich hätte jetzt den 31er machen können und das Rennen jetzt auch einfach neu starten können. Mache ich aber nicht. Warum auch? Ach, der trotzdem diesen Spaß. So ist es nicht. Ich bleibe ja immer noch dabei, auch in Bezug auf die letzte Ausgabe. Die Futurenwagen fahren sich echt geil. Auch der Hyundai, auch wenn ich hier sagen muss, dass mir der Peugeot besser gefallen hat. Ah, ich schnüffel jetzt an dir, Esposito. Ich schnapp ich mir gleich. Du wirst mir nicht davon kommen. Wir holen ein bisschen auf. Ach stimmt ja, wir haben ja noch die Strafe. Oh nein. Das ist so ekelhaft. So, Windschatten. Oder so. Das reicht noch nicht. Der mit seinem Vauxhall Astra. Versuch mal innen rein. Ja gut, er hat ein bisschen zu viel Platz gemacht, aber egal. We take it. Jetzt 13 Sekunden aufholen. Das wird eine Mammutaufgabe. Aber komm, wenn ich zumindest in den Top 20 landen würde, dann wäre das auch mal was. Aber komischerweise nutzen sich die Regenreifen jetzt nicht so wirklich ab. Also ich bin gerade jetzt momentan bei 14%. Kraftstoff sieht auch sehr gut aus. Ja, genau die Hälfte im Tank. Also, wir kommen auf jeden Fall durch. Es wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, ein paar Prozente weniger mitzunehmen fürs Rennen. Aber gut, ich wollte ja auch natürlich kein Risiko eingehen. Aber man merkt auf jeden Fall, es ist schon ein bisschen taktischer geworden. Und die KI geht auch ein bisschen mehr in die Box. Das ist doch schon mal das, was ich mir gewünscht habe. Trotzdem traue ich dem Ganzen so ein bisschen nach. Also ich hätte vielleicht den ersten Stint doch ein bisschen länger ziehen müssen. Aber gut, das hat man leider nicht wissen können. Aber wir holen ja trotzdem auf. Also meine Regenperformance scheint jetzt doch mal Früchte zu tragen. Noch 10 Sekunden. Vorher waren es noch 13. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Rennen trotzdem. Auch, zwecks der schlechten Ausgangslage, in der ich mich momentan befinde. Mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen lassen.
Könnte es jetzt auch mal vielleicht mal Tag werden hier? Es ist sehr stockdunkel hier die ganze Zeit. Das ist ja richtig schlimm. Boah, als wäre man da richtig in so einem Gruselfilm hier. Also da hat man nur die Scheinwerfer vor der eigenen Nase und ansonsten ist es stockdunkel hier. Wieder 3 Sekunden gut gemacht. Ah, ich glaube, Top 20 ist noch drin, ne? Wenn der Regen jetzt hoffentlich nicht aufhört. Also ich will, dass der Regen jetzt bis zum Rennende da bleibt. Weil momentan fühle ich mich hier ziemlich gut unter diesen Bedingungen. So, ich werde mich jetzt doppelt und dreifach ärgern, wenn es jetzt gleich im Regen aufhört. Dann kotze ich gleich im Strahl, wirklich. Boah, ich ärgere mich trotzdem halt wegen dem paar Fehler, die ich gemacht habe im Rennen. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht zu 100% freisprechen. Also ich kann jetzt auch nicht nur den Umständen oder Forza irgendwie die Schuld geben. Muss auch den Fehler auch primär bei mir suchen. Vielleicht war ich ein bisschen zu ambitioniert. Also ich möchte ja nur mal kurz anmerken, obwohl es regnet, ist schon krass, wie dreckig unser Wagen hier aussieht, ne? Seiten vorne, hinten. Wow, was ist das denn? Was ist das denn für ein Himmel? Moment, das wollte ich mal kurz einfangen. Hä, wie geil sieht das aus? What? Könnte ich jetzt ein Blatt meinen, ich hätte irgendwie einen Filter oder so reingepflanzt. Ja, aber das muss ich jetzt mal sofort einfangen. Hey, wird mir ja kaum einer glauben. Apokalypse-Feeling ist jetzt auch am Start, ey. Das muss ich mir mal kurz einfangen. Hier. What the hell is going on here? Das Wetter spielt aber mal heute mal richtig komplett verrückt. Das ist ja mal maximal crazy. Die Lichtstimmung sieht auch nebenbei echt irgendwie voll geil aus. Komplett an der Realität vorbei, aber es sieht trotzdem nice aus. Boah, ich bin jetzt aber komplett hier geflasht. So, normalisiert sich der Himmel jetzt auch mal wieder, oder? Vielleicht kriegen wir auch noch jetzt einen Regenbogen. Das wäre ja noch mal ein schönes Highlight. Sorry, ich musste das jetzt gerade einfangen. Das kriegt man nicht alle Tage hier. Ah. Ja, langsam habe ich schon den nächsten vor meiner Nase. Oh, auf dass der Regen jetzt nicht aufhört, weil momentan, wie gesagt, fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Und den nächsten, den snack ich mir gleich. Kann er sich das aussuchen? Zum Frühstück, zum Mittag oder zum Abend? Ah, in dem Fall wäre es zum Frühstück, weil wir ja jetzt morgen es haben. So sonnenaufgangmäßig. Ah, der ist auch mit dem Astra unterwegs.
Ich hoffe mal, der leistet jetzt ein bisschen mehr Gegenwehr. Der andere hat es jetzt nicht so gemacht. Ist auch einfach jetzt mal ganz entspannte 12 Sekunden hinter uns. So, der Heli verfolgt das Ganze hier aus der Vogelperspektive. Naja, ne? Das sind hier die Rennmanöver, die die Zuschauer sehen möchten vor dem Bildschirm. Also von daher, der Heli weiß Bescheid. So, und jetzt kommt der Angriff. Sehr viel Windschatten mitnehmen. Nebenan. Boah, ein Geschwindigkeitsvorteil. Auf der Bremse und... Ja, hat er natürlich Schiss vor uns bekommen. Bäm. So muss das. Also ich wollte mir jetzt keine Angst einjagen, aber... Aber es wird jetzt langsam wieder hell. Da sieht man ja zumindest wieder ein bisschen mehr vom Umfeld. War mal ganz schön. So, wir haben ja jetzt auch gleich die 100 km/h Marke geknackt. 100 Kilometer, nicht 100 km/h, mein Gott. 100 km/h haben wir ja schon lange geknackt. Schon zum Rennstart. Nein, 100 Kilometer. 100 Kilometer von Bathurst. Wenn ich mir das jetzt so überlege. 500 Meilen von Daytona klingt jetzt aber auch irgendwie nicht so krass beispielsweise. Irgendwie. Also ich meine, jetzt haben wir hier 100 Kilometer. Gut, Meilen ist ja natürlich nochmal was anderes. Das ist eine andere Maßeinheit, aber... Oh, Entschuldigung. Haben wir da ein bisschen was hoch? Oh, wir haben Michelin Lombardi. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach mal den Vornamen gegeben. Nein, das Wetter kann sich jetzt aber auch nicht entscheiden. Ja, natürlich fahre ich die noch 15 Minuten. Ich ziehe es noch bis zum bitteren Ende durch. Also aufgeben ist hier jetzt... Nö. Keine Option mehr. So anstrengend wirkt das Rennen auch irgendwie nicht. Also... Bin da... Trotz meiner Konzentrationsschwächen... Ziemlich entspannt unterwegs. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass ich Ermüdungserscheinung oder ähnliches habe. Also Future Navigator, wir können das auch gleich abbrechen. Das hast du ja so gewollt. Boah, ich müsste ja gleich auf jeden einzelnen Kommentar hier in dem Live-Chat eingehen. Da ist ein bisschen einiges hier zusammengekommen. Wo ist eigentlich der eine Typ, den ich gerade überholt habe? Mit seinem Opel Astra. Also nicht der Esposito, sondern irgendwas mit J. Ist ja komplett von der Bildfläche verschwunden. Also, ich hoffe jetzt nicht, dass ihm was ganz Schlimmes passiert ist. Das würde ich mir nicht so wünschen. Ja, Position 20 halten. Dass ich mich als Spieler gerade über Platz 20 freue. Vor allem ein bisschen natürlich das Gras ja auch mitnehmen. Die müssen ja auch ein wenig bewässert werden. Schön reingedrückt werden. So, und nicht anders. Ich guck mal, wie die Reifen ausschauen. Ach, okay, ganz entspannt. Ich glaube, wir können ja mit dem Regenreifen da auf jeden Fall das Rennen zu Ende fahren.
Außer es wird urplötzlich trocken. Aber selbst wenn, dann würde ich das Rennen trotzdem auf Regenreifen zu Ende fahren. Da ist man zwar ein bisschen langsamer auf jeden Fall, aber ich rechne mir mal zumindest die Zeit aus, in der alle KI-Fahrer dann in die Box gehen, um sich Trockenreifen zu holen. Und im Nachhinein würde sich das Ganze hier, denke ich mal, wieder ausgleichen. Nochmal Turn 10. Ja, ich möchte gerne den Elantra N auch noch ins Spiel bekommen. Wäre ganz cool. Also, ja, wäre ganz okay. Sowieso begreife ich überhaupt nicht mal, warum Forza Horizon 5 einen moderneren Tourenwagen bekommt als Motorsport. Also irgendwas ist da bei der Planung und Entwicklung da mal wieder ziemlich schief gelaufen. Oder vielleicht arbeitet da irgendwie heimlich so ein Spion bei Playground, der da irgendwie Zwiebeln in die Suppe spuckt oder so. Keine Ahnung. Das Fahrzeug sieht aber auch so extrem gezeichnet aus. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es der Gummiabrieb ist oder der Schmutz, der sich da jetzt in der Karosserie überall angesammelt hat. Das sieht echt unschön aus hier. Eieiei, also der müsste gleich nochmal in die Extrawaschanlage. Wobei, eigentlich müsste der Regen das doch ausspülen können. Also auch das ist nicht realistisch umgesetzt hier. Gerade eben hatte ich jetzt ein bisschen Probleme gehabt. Das war ein bisschen eigenartig. Also wenn wir jetzt keinen dummen Fehler mehr machen, dann dürfte Platz 20 sicher sein. Schon angebrochen. Eigentlich bei den Tourenwagenrennen müssten wir das halt wirklich über die Runden eigentlich machen, nicht über die Zeit. Also irgendwie ist schon trotzdem krass, dass wir, seitdem wir auf Regen gegangen sind, über 40 Sekunden auf den Erstplatzierten aufgeholt haben. Und dann soll man bitte von mir behaupten, ich kann im Regen nicht gut fahren. Mal gucken, ob wir da noch den Lombardi kriegen. Also unwahrscheinlich ist es jetzt noch nicht. Wenn wir die Pace weiterhin so halten können, dann ist vielleicht noch Platz 19 drinne. Aber ich gehe da jetzt auch kein unnötiges Risiko mehr ein. Aber ich merke gerade, dass die Fahrbahn ein bisschen trockener wird. Also da ist nicht mehr so viel Wasser auf der Strecke. Das kann man schon optisch sogar ein bisschen sehen. Obwohl es eigentlich ganz doll noch regnet.
Weil irgendwie wird das Wasser hier auf der Strecke weniger. Ja, nicht, dass das Spiel wirklich so 0815-Move macht und dann vom Regen auf einmal in den Trockenen übergeht. Aber selbst wenn, das wäre mir egal. Obwohl, eigentlich wäre das super gut, weil ich kann ja immer noch die Regenreifen noch im Trockenen ziehen. Mittlerweile, ne, klar, natürlich wird man da von den Rundenzeiten her langsamer sein als die KI, die auf Trockenen unterwegs sind. Aber erstens, die KI muss ja auch erstmal ihre Reifen auf Temperatur kriegen. Und zweitens, das errechnet sich nicht mehr in der Gesamtzeit aus. Also von daher würden wir immer noch Zeit gut machen und vielleicht mit Glück noch den einen oder anderen schnappen. Aber das wäre jetzt schon Wunschszenario für mich. Ja, 6,8 Sekunden, komm schon. Ich fahre jetzt aber auch schon bis am Limit, wo ich eigentlich vor 3 Minuten gesagt habe, kein Restrisiko. Oh, jetzt ist Rossi auf 19. Er wurde überholt. Das trifft sich ganz gut. Dann kann ich ja gleich 2 absnacken. Oh, da sind einige Fahrer vor mir. Vielleicht ist ja noch was drin, ne? Oh, das wäre jetzt noch ein super Ende, wenn ich da noch ein paar Fahrzeuge noch schnappen kann. Also ich gebe mich jetzt noch gar nicht geschlagen hier. Letzten 5 Minuten. Vollgas. Mittlerweile überholt die KI auch mal. Das ist der Kommentar des Tages heute. Sehr schön. Also die KI scheint irgendwie ein bisschen intelligenter geworden zu sein, oder? Oh ja. Jetzt geht's los. Mario Rossi. In Forza Motorsport als weibliche Rennfahrerin dargestellt. Und das ist wirklich so. Obwohl sie ein... Ja, ich würde eher so sagen, eher männlicheren Vornamen hat. Aber das ist in Forza Motorsport 7 bestätigt worden. Meine Güte, was haben wir hier für eine Gruppierung? Okay, da wird es nochmal die letzten paar Minuten sehr turbulent. Nein, nicht verschalten. Komm schon. Jetzt keine Fehler machen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die KI da so ein bisschen Bremse gezogen hat, aber dass er jetzt irgendwie so viel auf einem Fleck sind, wundert mich jetzt ein bisschen. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, dann könnten wir noch sogar bis auf Platz 15 kommen. Boah, die gehen auch so ein bisschen in den Zweikampf, was ist los mit euch? Ah, ich hab da zu sehr auf vorne geachtet. Entschuldigung. Oh Gott. Ja, das war's.
Das war's! Ich bin so doof! Oh, der eine, der leidet mit mir. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Das kann doch nicht wahr sein. Ey! Ah! Das wäre jetzt so ein richtiger Zockmoment gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das Problem war, ich habe viel zu sehr auf das vordere Geschehen geachtet, weil irgendwie zwei sich einander behaart haben. Und ja, ich habe da nicht so sehr drauf geachtet, dass ich da dem da hinten aufgefahren bin. Dann kam das eine natürlich mit dem anderen zusammen. Ja, das geht wieder auf meine Kappe. Oh, ich stelle mich auch heute echt nicht gut an. Hier. Soll jetzt auch kein Mimimi werden oder ähnliches. Es ist halt einfach, ich habe viel zu viele Fehler gemacht. Also ich müsste das dann nochmal mit meinem Team hier besprechen. Rossi, komm her. Fehler mache ich jetzt nicht noch ein zweites Mal. Versuch Nummer zwei. Eine Minute noch. Oh, das muss noch ein Angriff werden. Komm schon. Ich habe doch so gut aufgeholt bisher. Hab ich das alles irgendwie selber zerstört? Ich weiß. Aber trotzdem. Aber der Ehrgeiz ist jetzt noch in mir geweckt. Ja, jetzt noch die letzten 40 Sekunden. Da nochmal zumindest noch Rossi zu schnappen. Es würde uns zwar eh nichts mehr an der Platzierung bringen, weil wir haben ja immer noch 2,5 Sekunden Strafe. Aber einfach nur für mein Ego. So. Angriff. Hart an der Bremse. Und wieder vorbei. Sofort raus beschleunigen. Das wird nicht lang. Das wird mit Ansage nicht reichen. Ach, nein, ich hab das einfach in den letzten paar Minuten verworfen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ach, da hilft mir auch der Erfolg nicht. Boah. Aber allgemein der Rennverlauf, also da habe ich echt zu viele Fehler gemacht. Ich habe das Rennen einfach weggeschmissen. Ja, das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, mit Platz 1 und einer gelungenen Revanche, wo wir dann im letzten Tourenwagenrennen auf Platz 2 abgeschnitten haben, ja, kam jetzt das Déjà-vu und die Karma-Schelle gleichzeitig zurück. Och, nee. Das ärgert mich aber echt ein bisschen. Also, bei der Performance der KI, sage ich auch ganz ehrlich, wie es ist, ich glaube, Top 10 wäre sowieso nicht drin gewesen, aber ein paar Plätze weiter vorne wären auf jeden Fall locker machbar gewesen. Unsere schnellste Rennrunde ist ja auch mit fast die schlechteste sogar. Das ist so traurig eigentlich. Aber gut, nehmen wir das als ja, Lehrstunde mit. Ja, zelebrieren nochmal unseren Wagen. Das finde ich immer wichtig. Ja, gratulieren Sasaki, Evans und Watanabe. Du hast gelernt, dass variables Wetter existiert. Jawohl. Das werde ich auch jetzt immer anwenden. So, ich schreibe mir das dann auch noch extra auf gleich. So, Fahrerstufe 231 abgeschlossen. Gibt Bonuskohle. Ich verstehe mal noch nicht so ganz, warum ich da jetzt irgendwie auf so krumme Werte kommen muss, um da jetzt extra Geld abzustauben. Aber es ist mir egal. Immer noch ärgerlich. Naja. Gut, was soll man machen? Das wäre es dann auch eigentlich so von dem Rennen gewesen.
Und ja, ich verweise euch nochmal da ganz herzlich auf die Abstimmung, die es im Community-Tab gibt. Ja, die Live-Zuschauer haben ja natürlich jetzt einen Vorteil, weil sie ja jetzt aktuell darüber informiert sind. Aber trotz alledem wird es für die Videozuschauer unter euch ja noch die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen, weil die Umfrage lasse ich jetzt natürlich nicht verschwinden. Und ja, jede weitere Stimme, die hier reinkommt, ne, beeinflusst die Folge vielleicht mehr in deine Favoritenrichtung, wenn ich es jetzt hoffentlich mal oder nicht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wäre ich an dieser Stelle raus hier mit der heutigen Ausgabe vom Endurance Race hier in Forza Motorsport auf dem YouTube-Kanal Demon Game XP. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und falls euch diese Ausgabe dennoch gefallen haben sollte und ihr Lust auf mehr Folgen dieser Art habt, dann lasst es mich auf jeden Fall sehr gerne wissen in Form eines Daumen nach oben oder einen netten Kommentars oder auch ein Abo auf dem Kanal, um keine weiteren Videos hier auf dem YouTube-Kanal Demon Game XP zu verpassen. Ich wäre an dieser Stelle raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein!